Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Blitz / Super Mario Flash Custom Level. Ja, heute zeige ich euch, wie man ein Custom Level macht, wie ihr meine Custom Level spielen könnt und wie ich eure Custom Level spielen könnt. Also ihr schickt mir dann die Codes, was es mit den Codes auf sich hat, das erkläre ich euch im Tutorial. Und dann werde ich auch eure Custom Level Let's Playen. Cool, oder? Erstmal zeige ich mein eigenes Custom Level. Custom 1. Luigi kann man noch einen Namen geben. Und ich sage euch, das hier ist scheiße schwer. Ja. Das möchte ich erstmal schaffen. Okay. Dann hier der, ja genau, das. Hier ist ein Pilz. Hier brauchst du einfach Lack. Nein, er ist drüber gesprungen. Verdammter Arsch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Yes. Aber jetzt ist es leicht. Meiner Meinung nach. Ah, immer. Okay, dann Lakito noch und dann. Oh Gott. Yes. Yes. Okay. Das war mein Custom Level. Und wie ihr welche macht, zeige ich euch jetzt. Hier ist nichts, dann mache ich auf Edit. Ja, dann könnt ihr euch den Hintergrund aussuchen. Land, Cave, Forest, Castle oder Snow. Wir machen mal... Snow. Habe ich jetzt irgendwie Bock drauf. Obwohl, nee, fürs Tutorial ist besser Castle. Ja, Castle. Okay. Dann seht ihr hier, wie man steuert. Dann gehen wir hier und dann können wir uns hier Teile aussuchen. Es gibt einmal hier drauf. Dann gibt es das alles. Dann bei Objects gibt es das. Das ist, glaube ich, ein Invisible Block. Ja, kann sein. Monsters, hier gibt es auch Bowser. Also hier gibt es echt viel. Und ja, Save, dann macht man halt hier alles. Dann gibt es hier den Startpoint, wo man das Level startet. Wir starten natürlich mit Luigi ungefähr hier. Musik. Das wäre für ein Castle gut. Oder das hier. Ich mache jetzt einfach das hier. Okay. Jetzt fragt ihr euch natürlich erstmal, wie macht man hier den Boden weg, wenn wir den wegmachen wollen. Dann müsst ihr das Objekt nehmen, was wir haben. Wo ist zum Beispiel der Boden? Der Boden ist hier. Und wenn man einmal hier draufklickt, dann macht man neuen Boden. Aber wenn man es entfernen möchte, dann muss man da draufklicken. Also mit demselben Objekt draufklicken, dann verschwindet es. Ja, so hätte ich es gerne. Dann, damit das nicht so scheiße aussieht wie im Flash-Game, gibt es ja extra den Rand. Dann sieht das nicht so scheiße aus. Dann würde ich hier gerne Lava platzieren. Ja, so ungefähr die Lava. Dann bauen wir zum Beispiel mal eine Röhre. Hier sind zwei Röhren. Ich nehme jetzt einmal die grüne. Ja, ungefähr hier. Und die Röhre besteht aus mehreren Teilen. Dann müssen wir jedes Teil nehmen und bauen. Dann müssen wir das hier einfach runterbauen. Dann, deshalb kann man auch die Größe der Röhre einstellen, sozusagen. Wenn wir ein Level scrollen wollen, dann hier einfach bei der Tastatur. Das Ziel können wir nicht einbauen, das Ziel ist vorgegeben. Das seht ihr noch später. Ne,
Ah, nee, ich weiß, wie das schön aussieht. Ich weiß, wie das schön aussieht. So, jetzt möchte ich zum Beispiel dieses Objekt löschen. Dann klicke ich da drauf, weil ich das mit demselben Objekt halt draufklicke. Jetzt müsst ihr raten, wie lösche ich das hier? Ganz einfach. Ich nehme das und klicke da drauf. So, ich habe jetzt auch die Lava aus Versehen gelöscht. Dann brauche ich wieder die Lava. Ich habe nämlich einen Plan, wie ich das mache, damit das nicht so scheiße aussieht. Dann nehme ich jetzt, ja, zum Beispiel sowas hier. So, zack, zack, dann sieht es nicht so scheiße aus. Jetzt möchte ich, dass da noch eine Piranha ist. Ihr habt ja bei meinem Kastenlevels gesehen, da gab es eine Piranha, die da ganze Zeit war, und da gab es eine, die rauskommt. Die rauskommt, heißt Up-Down, und die immer bleibt, heißt Stand. Ganz einfach. Dann nehmen wir jetzt zum Beispiel die Up-Down-Pflanze und packen sie mal hier hin. Dann baue ich zum Beispiel noch die andere Röhre. Ich versuche jetzt so viel zu bauen, wie ihr wollt. Das möchte ich etwas größer machen, dann zum Beispiel hier. Das Teil. Das Löschen habe ich euch schon mal gezeigt. Ja, und dann zack, zack, zack. Macht eigentlich schon Spaß. Und vor allem, ich bin dann auf eure Custom-Levels gespannt. Ja, nehmen wir mal die hier, damit ich nicht immer das gleiche mache. Ja, und dann noch eine Pflanze halt. Ja, ihr seht schon, da gibt es einen Hammer, Bruder. Da kann man richtig Assi-Scheiße machen. So, sind wir fertig. Den Boden möchte ich weiterhin auslöschen. Ich habe einen Plan. Obwohl, nee. Die Lava möchte ich, auslöschen. Also wie das Löschen geht, hat bestimmt jetzt jeder kapiert. Wenn nicht, dann verlasst bitte den Kanal. Nee, Spaß. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich kann euch jede Frage beantworten. So möchte ich, dass es dann aussieht. Ja, dann haben wir hier einen Münzblock. Normale Münzen kann ich auch mal hier machen. So, so, so. So, jetzt Gegner. Sind bei Monsters. Ja, welchen nehme ich wohl? Erstmal den Lucky Tomb. Der natürlich richtig scheiße ist. Und dann hier noch ein zweiter. Oh mein Gott, bin ich assi. Was in meinem Kastenlevel nicht war. Hier muss ich jetzt gucken. Ah, die schießen nach rechts und nach links. Oder? Ja. Okay, dann nehmen wir den hier. Und dann vielleicht, ja, den hier. Dann packe ich hier noch eine hin. Einen zweiten Lakito. Mein Gott, bin ich scheiße. Und der schießt nach... Oh, nee. Der schießt nach rechts. Okay. Okay. Dann möchte ich, dass dem Spieler Feuer entgegenkommt. Dann mache ich vielleicht hier Feuer einmal. Ja. Dann hier, dann, damit er mal merkt, hier ist Gefahr, du Arschloch. Oh ne, das ist zu assi. Obwohl. So, ne. Ja, von mir aus. Okay, dann kommt dem Spiel auch ein bisschen Flammen entgegen. So, dann gibt es die Cooper, die fliegen. Das ist der, der so hoch und runter fliegt. Das ist der, der springt. Das gleiche gilt für die. So. Dann mache ich hier noch ein paar... Oh ja, dann während des Weges vielleicht noch ein paar Goombas als Behinderung. Und da noch einer. Dann da noch welche. Ja, kommen wir zum guten Hammer, Bruder. Obwohl, nee. Ich baue dann noch hier so ein Labyrinth. Okay, kein Labyrinth, nee. Kann man ja nicht. So, dann möchte ich noch
genau den hier haben. Dass der dann so hier ist. Eigentlich ganz heftig, das Level. Ja, und dann nochmal so ein Ding. Und das war's. So, dann kommen wir zum guten Menschen hier. Zu dem Bastard. Dann mache ich hier noch einen Bastard hin. Jetzt allerdings denke ich mir, das ist zu assi, mache ich einen Block mit einem Pilz. Also wenn man zwei Blöcke hat, dann kriegt man natürlich Blume. Das ist doch klar. Zum Beispiel dahin. Sternblock. Nee. Das Level soll schon etwas herausfordernd sein. Ja. Dann mache ich hier noch drei Arschlöcher hin. Oder vier. Und dann so ein Bastard noch. Obwohl, wo soll ich den hier hinpacken? Ja, da hin zum Beispiel. Obwohl, nee, das ist ein bisschen zu asozial. So. Ah, dann weiß ich, was jetzt kommt. Ja, ich möchte wieder den Boden auslöschen. Dazu ja, hier. Ja, ungefähr. Hier möchte ich den Boden auslöschen. Ja, das kann auch noch alles weg. So. Dann wieder der schöne Rand. So. Und dann Lava. Wie immer. Lava. Dann Object, also ja, dann nehme vielleicht so. Nee. Also ich zeige euch mal den Unterschied bei Fall und Down. Das werdet ihr gleich sehen. Wo der Unterschied ist. Dann machen wir vielleicht so. Okay, der Boden muss weiterhin weg. Obwohl, ich... Ja, okay, das geht schon. Warte, wie sieht das jetzt aus? Ja, ist tief genug. Okay. Dann der Boden wieder weg. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Und Lava. Okay, dann habe ich vor, den hier, den packe ich dann hier hin. Ja, und so. Obwohl, nee, ich mach so. So ist besser. So, und dann nehmen wir jetzt mal ein Down. Dann seht ihr auch gleich den Unterschied zwischen Fall und Down. So. Ja, es geht schon. Okay. Ja, also dann habe ich soweit alles, was ich wollte. So, eine Lava. Bitte. Danke. Und Rand. Okay, sieht unser Level und wir haben noch so viel Platz. Ja, das war's dann. Das ist dann unser Custom Level. Obwohl, nee, jetzt kommt ja der Bowser. Der kommt dann noch als Bosskampf am Ende. Man kann auch mehrere Bowser setzen, aber das ist irgendwie sinnfrei. Der ist für mich zu nah an der Röhre. Den setzen wir hier hin.
Ja, das geht. Dann speichern wir das ab. Ich nenne es Custom 2, weil es ja mein zweites Custom ist. Aber die Musik. Okay. Safe. Jetzt zocken wir das mal. Okay. Also ist nicht ohne das Level. Ja, toll. Super Mario World. Scheiße. Ach du Scheiße. Och du Scheiße. Oh, das ist doch hart. Ach, da ist ja nur eine Münze drin. Ich denke immer, da ist ein Pilz drin. Alter, ist das hart. Yes. Ich muss den Lakito töten. Also der Lakito muss auf jeden Fall weg, ansonsten ist das Level viel zu schwer. Ja, ich möchte es erstmal zocken. Play. Meine Fresse. Man kann auch nicht reingehen oder so. Versuche ich mal. Kann man nicht. Okay. Die Lakitos sind schon mal weg. Alter, das. Also wenn die Lakitos weg sind, dann ist es definitiv leichter. Fuck you, Alter, okay. Jetzt kommt der Doppel. Ach du Kack. Ah. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das geht nicht, oder? Nee, also wenn eine Sache unmöglich ist, ich zeige euch jetzt auch nochmal, wie man Level korrigiert. Das ist ganz einfach. Da sollten auch keine Fragen aufkommen. Okay, okay. Oh. Meine Fresse, ist das Kacke. Okay. Gott. Ich habe sie nicht getötet. Okay, jetzt. Nee, das geht nicht. Das ist unmöglich. Das habe ich mir auch schon gedacht beim Entwickeln. So. Dann geht ihr einfach auf Edit. Ach, das hier ist Löschen übrigens. Ja, und dann ist einfach alles so, wie ihr es gemacht habt. Dann löschen wir zum Beispiel die Flamme aus. Komm her, wo bist du? Da, das ist unmöglich. Ach, die kommt auch weg. Die kommt auch weg. Und die auch. Ja. Dann bin ich zufrieden mit meinem Level. Obwohl, wir könnten hier noch als Bedrohung so eine Flamme und so eine machen. Obwohl die, ja. Ja, okay. Ja, so bessert mein Level aus. Ist total einfach. Dann zocken wir mal. Das neue Level. Warum bin ich denn jetzt gestorben? Lolbug. Eigenes Level da. Das war doch mal schlau, oder? Lol. Ich bin irgendwie jetzt gerade zu dumm. Ich kann das auf einmal nicht mehr. Ich konnte es eben, jetzt kann ich nichts mehr.
war doch schon drinne. Mann, was ist auf einmal los mit mir? Ah, furchtbar. Okay, zack, zack. Oh mein Gott, boah. Oh. Boah. Meine Fresse. Ah, okay, noch eine Sache wollte ich euch zeigen. Ihr könnt auch den Luigi umbenennen, aber nicht hier. Sondern auf Optionen und dann könnt ihr hier den Namen eingeben. Luigi ist ein Trottel. So, dann habt ihr hier Trottel eingegeben und wenn ihr dann ein Level spielt, dann heißt er Trottel. Lol. Okay. Das ist doch mal der Lost Levels Niveau, oder? Fuck. Alter. Okay, hier war ich ein bisschen sozial. Hier dachte ich mir... Lol. Ah, jetzt hab ich's versaut, ne? Natürlich. Leck mich. Okay, jetzt... Ja. Da seht ihr den Unterschied zwischen Fall und Down. Wenn man auf Fall geht, dann fällt das so runter, wenn man da drauf geht. Wenn man auf Down geht, dann ist das halt, dass da immer wieder der runter geht und dann kommen neue. Jetzt habt ihr den Unterschied bei Fall und Down gesehen. Da ist ein Stachy. Okay, ein Stachy ist eigentlich der blaue, aber ja. Meine Fresse! Ich war doch so weit. Also besonders lange Level machen kann man nicht, aber ich find's gut, dass man überhaupt welche machen kann. Und es ist 4000 Mal einfacher zu bedienen als Luna Magic. Ich hatte mit Luna Magic so viel Stress und dann waren da so viele Bugs in meinem Level. Ihr könnt sehen, Cersei TV fragen, der hat mal ein Level zusammen gemacht. Das war so scheiße schwer. Und das hat so scheiße lange gedauert. Hier war ich in 20 Minuten fertig. Und hier kann ich auch nicht so lange machen. Okay. Dich. Was war das denn? Betrug. Trottel. Du alter Trottel. Okay. Scheiße. Fuck. Fuck you, Alter. Fuck you, Alter. Okay. Okay, jetzt vorbei, ne? Ja. Jetzt ist vorbei. Bitte bring ihn um. Verdammt. Ich hasse Hammerbrüder, habe ich das schon gesagt? Trottel. Deshalb habe ich sie auch eingebaut. Ja. Was? So viel Betrug auf einmal, Alter. So viel Betrug auf einmal, Alter. So viel Betrug auf einmal, Alter. So viel Betrug. Auf einmal. Die Lakitos, Alter. Ich war so weit und dann bin ich so dumm abgekackt. Ich hab die Flamme vergessen. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, Alter. Fuck you. Oh, Christ. Okay, jetzt ist vorbei. Jetzt nur noch die zwei schwierigen Stellen mit dem Hammer, Bruder. Hier darf ich den Pilz einfach nicht verlieren. Yes. 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 Yes, Alter. Yes, du Assi. Oh mein Gott, ich bin vorbei. Oh. Und das ist halt Fall, glaube ich. Und dann sind wir bei Bowser. Und wir sind durch. Yes. Das war mein Custom Level. Wie ihr das Custom Level spielt und wie ihr mir welche zusendet, zeige ich euch jetzt. Jedes Custom Level hat einen Code.
den hier müsst ihr... Oh, den hier müsst ihr kopieren. Das ist ganz wichtig, ansonsten ist das Level weg. Dann macht ihr Rechtsklick, kopieren und drückt unbedingt nochmal hier drauf. Dann zum Beispiel, wenn ihr das Spiel neu startet, mache ich mal kurz. So. Dann gehe ich wieder hier drauf. Dann muss ich das jetzt richten. Ups, nix markieren. Hör auf. Also den Code unbedingt markieren. Und wenn ihr dann wieder hier seid, Level Editor, dann sind die weg. Dann sind die weg. Dann geht ihr auf Load. Macht den hier. Einfügen. Und dann Load. Und dann habt ihr das Level. Custom 2, was wir eben gespielt haben. So. Ich spiel's nochmal, weil es so lustig ist. Weil es so schwer ist. Christ! Okay. Wartet kurz, ich mach's nochmal. Oder ich bring mich einfach um. Das ist das Beste. Dann habe ich nicht so viel Stress. Jetzt zeige ich euch, wie ihr meine Custom Level macht und wie ihr mir die Custom Levels zuschickt. Das macht ihr über die Kommentare. Also ihr schreibt, ihr schickt mir jetzt in die Kommentare eure Custom Levels, wenn ihr welche gemacht habt. Wie ihr das macht, zeige ich euch jetzt. Und zwar geht ihr auf Codes, kopiert das, auf jeden Fall, dann geht ihr auf YouTube, zum Beispiel. Ich weiß, man sieht jetzt nicht alles, weil ich nicht Vollbild aufnehme, aber dann gehen wir vielleicht auf meinem Kanal, haha, ah, das Weihnachtsspecial ist hochgeladen, cool. Dann gehen wir auf irgendein Video von mir. Zum Beispiel ist der Lost Levels. Ist ja egal was. Und dann, der sich hingehauen hat. Halt's Maul weg. Dann geht ihr zum Beispiel jetzt auf die Kommentare. Oder ich mach's bei der Beschreibung. Ganz einfach. Und dann geht ihr zum Beispiel auf Kommentare, klickt auf, eigentlich müsstet ihr auf Einfügen, Mann, oder jetzt zeige ich euch, wie ich meine Custom Levels, und zwar packe ich die in die Beschreibung, und wie ich die in die Beschreibung packe, zeige ich euch jetzt, kannst du mal bitte, ach, bis gleich. So, wenn ich dann zum Beispiel hier auf Einfügen, und das ist mein Code. Das ist mein Code. Und dann, ja, dann speichere ich das mal so ab. Deine Beschreibung ist zu lang, willst mich verarschen? Willst du mich eigentlich verarschen? Bis gleich. Okay, jetzt habe ich es geschafft. Dann klicke ich auf Einfügen. Und das ist dann mein... Ach, jetzt weiß ich, warum die Beschreibung zu lang ist. Lol. Das ist dann mein Code. Den poste ich jetzt aber nicht, wenn ich das mache. Ach du Scheiße. Okay. Und angenommen, ihr wollt mein Custom Level spielen. Dann macht ihr das so. Wenn das gepostet ist, markiert ihr das alles. Geht zu der Seite im Link und wie ich es euch gezeigt habe, den Code einfügen, dann könnt ihr mein Custom Level spielen. Das also markieren. Moment mal, ich mach das jetzt so. Thank you.
Dann stelle ich hier den Link rein. Ich mache das jetzt einfach mal in dem Weihnachts-Special-Video, weil ich Bock habe. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie die Seite ist. Bis gleich mal. Okay. Jetzt könnt ihr mein Custom-Level zocken. Ich poste das mal kurz. Mal sehen, ob der Post geht. Auch mal sehen, ob die sagen, das Kommentar ist zu lang. Nee. Lol. Okay, und dann geht ihr auf diese Seite. Ah, nee, ich kann das jetzt zeigen, wie ihr das macht. Jetzt habe ich bei diesem Video, bei dem Video 30 Minuten Super Mario 64 Chaos Edition Weihnachtsspecial. Bei dem Video, das müsst ihr jetzt hier alles markieren. Das habe ich ja nicht geschrieben, dass man das markieren muss. Das hier markieren. Kopieren. Geht ihr auf diesen Link, den ich euch verlinkt habe. Hier ist das Spiel. Level Editor. Zack. Geht ihr auf Load. Das, was ihr eben markiert habt, fügt ihr hier ein. Und dann habt ihr es. Load. Dann könnt ihr mein Level zocken. So einfach ist das. Lol, oder? Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Tschüss.